So, weiter geht's. Ich bin gesättigt. Den Leuchtturm soll ich anmachen. Mhm. Das ist jetzt aber endlich dieses Gebäude da hinten. Das ist ein bisschen gruselig. This is a weird lighthouse. Do you think it's some kind of science lab? It reminds me of Vincenzo's workshop. I think this is what lights up the lights up there. Let me see if I can fix it. Hast du super gemacht, Kleines. Da. Klappt das nicht mehr? Ach so, weil ich unten rum muss. Ich schau mal, ob das klappt. Nein, dann falle ich. Vielleicht trotzdem so, dass ich dann quasi hier hingehe. Ups, das hat ja super geklappt. Ja, ich komme dann da nicht mehr rüber. Das ist total ätzend. Hm, der schummelt. Hauptsache es funktioniert.
Okay, dann muss ich jetzt kurz warten, ehe es wieder da ist. Weil ich mich ein bisschen doof angestellt habe. Macht aber nichts. Wir haben ja Zeit. Hetzt uns ja keiner. Wo ist eigentlich die Musik? Jetzt kann ich hier rauf. Oh. Der Schatten ist anders. Mal schauen, wo wir jetzt hinkommen. Es fühlt sich ein bisschen. Dr. William James. Vortrag von Dr. William James, Professor der Psychologie an der Harvard-Universität, Autor von Ein pluralistisches Universum und die Bedeutung der Wahrheit. Gründer der amerikanischen Gesellschaft für psychische Forschung, 2. Dezember, 20 Uhr, Frosthalle. Das astronomisch sichtbare Universum ist nur eine Möglichkeit. Parallel zu unserem Universum könnten auch weitere Universen existieren. Die Menge aller möglichen Universen ist das Multiversum. Mhm. Welche Bedeutung hat das Multiversum für die Erkenntnistheorie und die Eschatologie, was auch immer die Eschatologie ist? Oder die Eschatologie, nein, ich glaube Eschatologie, keine Ahnung. Fangen neue Universen als Folge des freien Willens an zu existieren? Können Wesen sich zwischen Paralleluniversen bewegen? Dr. James wird zudem über seine Untersuchung des Multiversums referieren, die er mittels mystischer Erfahrungen und Experimenten mit Lachgas und Peyot angestellt hat. Ja. Verschwundener Illusionist gesucht im Zusammenhang mit verschwundener Assistentin. Scotland Yard sucht fieberhaft nach dem bekannten Illusionisten Arthur Illisoy, um Licht in das Verschwinden seiner Assistentin Aurora Rose, wohnhaft in Chipping Norton, zu bringen. Miss Rose wurde zuletzt auf der Bühne der Baker Street Theater, während Mr. Illisoys berühmter Zaubervorstellung gesehen. Mr. Illisoy ist bekannt dafür, dass er seine attraktiven Assistenten verschwinden und wieder auftauchen lässt. Am Abend des 28. Oktober jedoch versäumte er offensichtlich den zweiten Teil dieses Tricks. In polizeilichen Gewahrsam gab er zu Protokoll, dass er selbst am meisten darüber erstaunt sei, dass Miss Rose nicht am Abend der Vorstellung folgend wieder auf der Bühne auftauchte. Sie löst sich zwar in Luft auf, sagte Mr. Illisoy, aber danach müsste sie wieder zurückkehren. Polizeiinspektor Giles Lestrade geht von keinem Verbrechen aus. Vielmehr habe die Polizei keinerlei Hinweise dafür gefunden, dass Miss Rose in dieser Welt weiter existiert. Mr. Illisoy wurde am Donnerstag freigelassen. Jetzt sieht es allerdings so aus, als ob auch er verschwunden sei. Seine Vorstellungen in der Baker Street wurden abgesagt und in seinem Hotel, dem Blackstone, wurde er nach seiner
Freilassung auch nicht mehr gesehen. Seine Habseligkeiten befinden sich weiterhin in seinem Hotelzimmer und seltsamerweise wurden einige seiner Kleidungsstücke laut der Zimmermädchen von einer oder mehreren unbekannten Personen verlegt. Wer Angaben zum Aufenthalt von Mr. Illisoy oder Miss Rose machen kann, ist aufgefordert, sich bei Scotland Yard zu melden. Okay. Vielleicht kriegen wir ja doch noch alle. Alles treue Familientree.